Franz Alt, Fernsehjournalist, Urgestein der Energiewende. Mit seinen Vorträgen und der Internetseite www.sonnenseite.com ist er einer der wesentlichen Protagonisten für den Umbau unseres Energiesystems. Hier im Gespräch mit Leben mit der Energiewende TV am Rande der Bayerischen Energietage. Herr Alt, Sie sind dem Dalai Lama ja schon mehrfach begegnet. Und der Dalai Lama sagt, wir brauchen neben der religiösen Ethik eine säkulare Ethik. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Übersetzt kann man eigentlich auch sagen, neben dem religiösen ist es so, wir haben eigentlich nur noch eine Wirtschaftsethik, wir haben nur noch Business, wir brauchen eigentlich eine Ethik neben dem Business. Wir brauchen eine Ethik, die integriert ist in das Business, glaube ich. Eine Ökonomie ohne Ethik macht mehr kaputt, als sie gut macht, das sieht man ja. Wir verbrennen heute an einem Tag so viel Kohle, Gas und Öl wie die Natur in einer Million Tagen. Angesammelt. dass das nicht gut gehen kann müsste eigentlich jeder verstehen vor allen Dingen wenn er an seine Kinder und Enkel denkt für mich heißt Ethik ganz einfach auch an die Zukunft denken wenn ich das nicht tue kann ich alle Ethik und alle Religionen vergessen das ist die Philosophie des Dalai Lama der da sagt die Religionen machen ja zurzeit mehr Probleme auf der Welt nehmen Sie mal die Kriege die im Namen von Religionen geführt werden und geführt wurden auch im christlichen Abendland haben sich die Protestanten und die Katholiken jahrhundertelang die Köpfe eingeschlagen immer im Namen des lieben Gottes im Namen der Religion das war sicherlich eine falsch verstandene Religion. Und hier plädiert der Dalai Lama für eine säkulare Ethik und sagt, wir brauchen eine Integration des Alltags mit dem Sonntag, der Ethik mit der Technik. Wenn wir das hinkriegen, haben wir ganz andere Überlebenschancen, wie das zurzeit der Fall ist. Wir dürfen Ethik und Technik nicht weiter trennen. Wir brauchen eine Technik, die ethisch vertretbar ist. Nehmen Sie mal die Atomtechnik. Technisch kann man da sehr viel machen. Technisch können sie mit Atomenergie die ganze Welt versorgen. Nur ist das ethisch, wenn ich die Gefahren mitbedenke. Oder wenn ich bei der Atomenergie mitbedenke, dass es auf der ganzen Welt kein einziges Endlager gibt. Keiner weiß, wohin letztlich mit diesem Müll. Ist das ethisch moralisch vertretbar? Was ist das für eine kurzfristige Ethik, die die langfristigen Folgen nicht mitbedenkt? Das meint der Dalai Lama, wenn er sagt, wir brauchen eine säkulare Ethik. Es gab mal eine Bundesrepublik, die haben sie publizistisch im Fernsehen begleitet, da haben wir von sozialer Marktwirtschaft gesprochen, da haben wir davon gesprochen, dass es tatsächlich auch andere Werte gibt. Der Korporatismus war irgendwie ganz wichtig. Heute habe ich den Eindruck, es hat sich mittlerweile politisch gesellschaftlich eigentlich nur noch das Business durchgesetzt. Es gibt eigentlich neben dem Business nichts mehr. Also deshalb haben wir zurzeit keine soziale Marktwirtschaft. Das soziale ist völlig hinten runtergefallen. Sie haben völlig recht. Das müssen wir wieder integrieren. Das war der große Erfolg dieser Bundesrepublik Deutschland, dass wir zwischen Kapitalismus und zwischen Sozialismus eine erfolgreiche soziale Marktwirtschaft organisiert und etabliert haben. Das wollten viele nachmachen bis in die Dritte Welt hinein. Und heute auf, im Angesicht der ökologischen Probleme brauchen wir eine ökosoziale Marktwirtschaft, so wie Ludwig ehrhardt vor 50 Jahren gesagt hat, Marktwirtschaft allein reicht nicht. Wir brauchen eine sozial flankierte Marktwirtschaft, brauchen wir jetzt eine ökosoziale Marktwirtschaft. Das heißt, diese Republik braucht, politisch gesprochen, einen ökologischen Ludwig Erhard. Wenn wir das haben und das dann integrieren in die Erfolgsgeschichte der Bundesrepublik, der sozialen Marktwirtschaft, dann wird diese Bundesrepublik wieder. Maßgeblich für viele andere Länder werden. Eine Öko- über eine ökosoziale Marktwirtschaft. Nicht allein der Markt entscheidet, sondern das Soziale und das Ökologische. Wenn uns das gelingt, haben wir ein Erfolgsmodell für die ganze Welt. Ich beobachte als Journalist seit über 25 Jahren das politische und gesellschaftliche Geschehen der Bundesrepublik, Sie noch viel länger. Ich habe mittlerweile den Eindruck, dass sich inzwischen nur noch wirtschaftliche Interessen politisch durchsetzen. Das ist so, ja, den Eindruck habe ich auch. Wenn ich sehe, wie die Energiewende ausgebremst wird durch den Druck der alten Energielobby, ich nenne sie die vier Besatzungsmächte, also die vier Großen, die wir haben, nicht RWE, e. Wattenfall und ENBW, das sind wirklich vier Besatzungsmächte. Die haben, 19, die haben 2010 erreicht, dass Angela Merkel zunächst einmal die Laufzeiten der Atomkraftwerke verlängert hat. Dann kam Fukushima und dann wurden sie wieder eingekürzt. Aber es hat erst Fukushima bedurft, bis äh, die Politik so weit war und so intelligente Entscheidungen wie die Energiewende organisiert hat. Jetzt sind die alten Energieversorger wieder so starr geworden, dass sie sagen, ihr habt uns die Atomkraftwerke weggenommen. Jetzt wollen wir aber wenigstens die alten Kohlekraftwerke wieder weiterlaufen lassen. Das ist der Deal, der jetzt in der Politik gemacht wird. Und Gabriel ist der Exponent dieser Politik. Er geht in die Knie, das ist sozusagen der Reflex der alten Kohle SPD den Gabriel jetzt verkörpert und deshalb sind Kohlekraftwerke wichtiger als der Energiewende zurzeit. Das ist der Einfluss der alten Lobby und die Politik geht in die Knie vor diesem Einfluss. Wir haben ja lange darum gekämpft, Netzparität zu haben, also dass die Produktion erneuerbarer Energie günstiger ist als das, was wir aus dem Netz beziehen. Das ist seit vielen vielen Jahren erreicht. Äh, jeder kann sich billiger selber Energie machen, als er aus dem Netz zieht und das ist aber nicht der Wendepunkt gewesen. Jetzt wird es nach wie vor weiter eingeschränkt zurückgefahren, obwohl es eigentlich gar keine Argumente für konventionelle Energie aus wirtschaftlicher Sicht geben könnte. Der große ökonomische Vorteil der künftigen ökologischen Energieversorgung ist, dass die erneuerbare Energie als Rohstoff fast nichts kostet. Die Sonne schickt uns keine Rechnung, der Wind schickt auch keine Rechnung. Wir haben angebraucht nur Technik. Und am Anfang ist Technik immer teuer. Wir haben angefangen nach dem Erneuerbaren Energiegesetz im Jahre 2000, das ja erfolgreich gestartet ist, da hat die Kilowattstunde Solarstrom eben durch die technischen Dinge, die wir brauchen, noch 70 Cent gekostet. Heute bei 10 bis 12 Cent. Wir können ausrechnen, wenn wir auf diesem Weg weitergehen, kostet die Kilowattstunde Solarstrom in vielleicht 10 Jahren in Deutschland noch 5 Cent. Wir haben heute Länder in Afrika, die, die haben ja viel mehr Sonne als wir. Die produzieren die Kilowattstunde Solarstrom für 3,8 Cent. Ich kenne deutsche Solarprojektierer, die bauen Solarkraftwerke in Chile in der Wüste. Die kommen auf 3,5 Cent pro Kilowattstunde Solarstrom. Das ist unschlagbar preiswert, weil der Rohstoff nichts kostet. Sonne schickt keine Rechnung. Wenn sich das allmählich rumspricht. Die alte Energie, wenn ich die aus der Steckdose hole, da zahle ich 30, Pfennig dafür, 30 Cent dafür bald oder 28 bis 30 Cent, ist viel teurer als die erneuerbare. Und die Schere geht immer weiter auseinander zugunsten der erneuerbaren Energie. Auch Windenergie ist längst marktfähig gegenüber der alten Energie. Wenn Sie das rumsprechen, wenn es immer mehr Menschen machen, denn es machen ja immer mehr Menschen trotz der Bremse durch die Politik. Die Energiewende lässt sich nicht aufhalten. Die Menschen begreifen das. Und sie begreifen auch, dass es sich rechnet und dass sie günstiger ist als die alte Energie. Äh, dann wird sich das durchsetzen, trotz der Bremse durch die Politik. Sie können heute, wenn Sie ein Elektroauto haben in Deutschland und machen Ihren Strom über die Sonne selber, zahlen Sie im, äh, im, am Ende ein Fünftel dessen für Solarstrom, was Sie an der Tankstelle heute beim Tanken. Das wird sich rumsprechen. Der Papst arbeitet ja an einer Öko-Enzyklika, und das ist, glaube ich, auch dringend notwendig, denn wir haben ja nicht nur ein Kostenproblem, wir haben ja vor allen Dingen ein Umweltproblem. Wir erleben im Moment in der Politik einen Stillstand in Sachen Energiewende, teilweise wird das sogar zurückgedreht. Ich glaube, wir brauchen diese Öko-Enzyklika wirklich, dass der Papst und die katholische Kirche sagt, wir müssen das schaffen. Wir haben ja inzwischen schon 2000 Kirchen in Deutschland, die Solaranlagen haben. Das ist ein gutes Beispiel. Und überall, wo die Kirchen, das sehe ich vor Ort, wo die Kirchen Solaranlagen installieren, auf dem Pfarrhaus, auf, auf der Kirche, äh, in kirchlichen Kindergärten, dort machen viel mehr Menschen mit. Das heißt, diese ethische Dimension, wenn ich die mit in die Argumentation für die Energiewende einbaue, erreiche ich ein ganz anderes Publikum, ein viel breiteres, als wenn ich nur die klassischen Grünen oder die klassischen Umweltleute erreiche. Das sind vielleicht 5 Prozent der Gesellschaft, die das machen aus äh, ideellen und ideologischen Gründen. Aber wenn ich die ethische Basis, wenn ich das ethische Argument mit einbringe, erreiche ich, das ist meine persönliche Erfahrung durch meine vielen Vorträge weltweit, erreiche ich viel mehr Menschen. Und wenn der Papst so etwas sagt, so wie der Dalai Lama für die Umwelt kämpft, wenn das der Papst auch jetzt noch tut, dann haben wir eine ganz andere Basis. Ich glaube, das sind mehr Menschen zu erreichen, weit mehr, als das bisher der Fall war. Und dann ist das wieder ein Beispiel dafür, dass der Energiewende von unten organisiert werden kann. Wir haben ja gerade diesen Klimawandel. Wir haben 2014 das wärmste Jahr gehabt seit Aufzeichnung äh, überhaupt von Wetterberichten. Seit 1870 etwa, ja. Ich glaube, es wird wirklich Zeit, dass die Kirche drastisch sagt, wir können so nicht weitermachen, weil wir unsere Lebensgrundlagen zerstören. Wir zerstören unsere Lebensgrundlagen. Wir zerstören das, was wir im, im, im christlichen Jargon äh, Schöpfung nennen. Also, das, was wir heute treiben, ist ja ein Schlag ins Gesicht des Schöpfers, wenn es denn den geht. Und insofern sind die Kirchen aufgerufen, da endlich lauter und deutlicher zu werden, als das bisher der Fall war. Dieser Papst ist ein Reformer und er scheut offenbar nicht zurück, jetzt hier endlich mal Klartext zu reden. Die Kirchen haben das Thema zu leise behandelt bisher. Es war ein Randthema in den Kirchen, so wie es ein Randthema in der Gesellschaft war. Es muss in den Mittelpunkt all derer die ein Gewissen haben, die Verantwortung haben für künftige Generationen, dann erreichen wir weit mehr Leute, als das bisher der Fall war. Und das ist entscheidend. Von unten muss die Energiewende organisiert werden, von oben wird sie zurzeit weitgehend ausgebremst. Wir haben 2014 das wärmste Jahr seit überhaupt Klimadaten aufgenommen werden. Wir haben den wärmsten Tag gehabt. Dass der Klimawandel heute schon stattfindet, ist unübersehbar. Richtig. Hinzu kommt noch, dass wir in den letzten 15 Jahren die zehn wärmsten Jahre seit 1870 hatten. Also, wer jetzt noch den Klimawandel bezweifelt, ist einfach nicht auf der Höhe der Zeit. Es ist Ideologie dahinter. Es ist ziemlich dumm, einfach das jetzt noch zu bestreiten. Also, alle seriösen Klimaforscher, die ich kenne weltweit, sagen mir, das ist nicht nur eine Frage neben vielen anderen. Es ist die Überlebensfrage der Menschheit. Das ist und ich bin ja als Fernsehjournalist kein Klimaforscher, deshalb war ich ein paar Mal im, in der Arktis und in der Antarktis in den letzten Jahren, um vor Ort von Klimaforschern mir das zeigen zu lassen. Denn dort kann man den Klimawandel am besten sehen, man muss nur die Augen aufmachen. Dann sehe ich, dass das Eis schmilzt. Und 97 Prozent unseres Trinkwassers auf der Erde sind am Südpol und am Nordpol gespeichert. Und das schmilzt jetzt. Das ist unsere Lebensgrundlage. Wir werden durch den Klimawandel ein riesiges Wasserproblem. Auf der Welt bekommen. Ich sage Ihnen ein Beispiel dafür, was Wissenschaftler planen, um das Wasserproblem zu lösen. In China habe ich in den 90ern Bürgermeister erlebt, die mir gesagt haben: zwischen Peking und der großen Mauer, da leben 350 Millionen Menschen, sinkt der Grundwasserspiegel jedes Jahr um bis zu 10 Metern. Das heißt, ein riesiges Wasserproblem für 350 Millionen Menschen. An der Pekinger Universität ist ein Plan entwickelt worden, um dieses Wasserproblem so zu lösen. Mit Hilfe von 200 kleinen Atombomben sollen Teile des Himalaya weggesprengt werden, um die großen Flüsse, die jetzt vom Himalaya aus nach Süden, Indien und Bangladesch fließen, umzuleiten in den Norden Chinas, um dort so die Wasserprobleme zu lösen. Die Schlimmste Verrücktheiten fallen Wissenschaftlern ein, um das Folgeproblem des Klimaproblems, nämlich das große Wasserproblem, zu lösen. Also spätestens da, bei solchen Plänen, muss uns doch klar werden, was da auf die ganze Menschheit zukommt. Ich möchte nicht mein Enkel sein, wenn all diese Dinge eintreten, die wir heute schon verhersagen können. Was noch eingetreten ist, wir haben mittlerweile eine absolute Schallmauer, was die Kohlenstoffkonzentration in der Atmosphäre angeht, durchschlagen. Ja, noch nie gab es so viel, wir sind jetzt bei über 400 ppm, das ist eine wissenschaftliche Maßeinheit, in der Atmosphäre. Das ist weit mehr, das ist mindestens ein Drittel mehr als noch zu Beginn des letzten Jahrhunderts. Also das ist deshalb die Überlebensfrage der Menschheit, da haben Sie völlig recht. Seit 1990 haben wir über 20 Klimaschutzkonferenzen. Und dem Klima geht es immer schlechter. Das ist das einzige Ergebnis aller Klimaschutzkonferenzen. Es war das Gegenteil von Klimaschutz. Es war Klimazerstörung, was da gemacht wurde. Und da nehmen jeweils über tausend Menschen, äh, mehrere tausend Menschen teil. Jetzt haben wir die 21. Klimaschutzkonferenz am Ende dieses Jahres 2015 in Paris. Und wenn ich sehe, was da im Vorfeld alles passiert, bin ich wieder mal nicht besonders optimistisch. Die Chinesen sagen, sie werden noch bis 2030 mehr. CO2 emittieren als bisher, also noch mehr. Und es sind heute schon die größten Klimasünder. Und die Amerikaner sagen, sie werden vielleicht bis 2030 die CO2-Emissionen um 7 bis 8 Prozent senken. Wenn die Chinesen und die Amerikaner nicht mehr hinkriegen, also bisher ankündigen, dann werden auch die Inder nicht mitmachen. Und wenn die Inder nicht mitmachen, werden die Afrikaner nicht mitmachen. Am Schluss bleiben die Europäer und dann werden die sagen, wir als Einzige. Also man sieht, dass der große Durchbruch kann nicht von oben und wird nicht von oben kommen. Der große Durchbruch kann und wird kommen von unten. Mittelständler, Energiegenossenschaften vor Ort, immer mehr. Wir haben in Deutschland beinahe 1000 Energiegenossenschaften. Das heißt, jeder vierte Deutsche lebt in einer Region, wo eine Energiegenossenschaft vor Ort die Energiewende organisiert. Hausbesitzer, Bauern, das sind die Träger und die Treiber der wirklichen Energiewende, die von unten organisiert werden muss. Engagierte Kommunalpolitiker, gerade hier in Bayern, wo wir dieses Interview aufnehmen, haben wir sehr engagierte Kommunalpolitiker. Ich habe sie 20 Jahre lang erlebt hier. Vor Ort haben wir in den 90ern schon auf Müllkippen Solaranlagen, große Solaranlagen installiert. Bauern haben Biogasanlagen gebaut. Äh, Bauern haben angefangen, Schilfgrasfelder, Anzulegen. Das ist die schnellstwachsende Pflanze der Welt und haben dadurch inzwischen auch gute Geschäfte gemacht. Das heißt, die Energiewende hat eine riesige Chance, wenn immer mehr Menschen unten erkennen, dass sie die Träger und die Treiber dieser Energiewende sind. Von oben, wenn wir auf die Energiewende von oben warten, können wir ewig warten. Deshalb heißt mein dritter Film auch selber machen. Ja. Es ist notwendig, dass die Bürger es selber machen, dann wird die Politik irgendwann gezwungen sein, die Rahmenbedingungen zu verändern. Wir haben mal hier in Bayern einen Landrat gesagt, ich glaube es war der Landrat von Bamberg, sein Landkreis schiebe jedes Jahr 1,5 Milliarden Euro ins Ausland, um Öl und Gas aus Sibirien und aus Arabien einzukaufen. Diese 1,5 Milliarden Euro bleiben künftig hier, hat dieser Landrat gesagt. Das bedeutet Arbeitsplätze entstehen, Gewerbesteuer bleibt hier, das Geld bleibt hier und die örtlichen Mittelstandsbanken organisieren und finanzieren diese Energiewende. Das heißt, die heimische Wirtschaft lebt davon. Das ist heimische Energie. Wieso soll ich nach Deutschland Öl aus Arabien, Gas aus Sibirien, Uran aus Australien, Kohle aus Südafrika holen und die heimische Sonne, den heimischen Wind, die heimische Bioenergie, die heimische Erdwärme, die heimische Biomasse, die heimische Wasserkraft nutzen wir viel zu wenig. Das ist doch auch ökonomisch völlig absurd. Jedes Jahr schiebt diese deutsche Gesellschaft 100 Milliarden Euro ins Ausland. Und wir sind zu doof bisher, um die heimische Energie zu nutzen. Das darf doch nicht wahr sein. Das werden unsere Kinder und Enkel niemals begreifen, so etwas. Dass wir so bekloppt waren, wie unsere Vorfahren, die mal den Obrigkeiten gefolgt sind, weil die gesagt haben, Deutsche und Franzosen sind Erbfeinde, ihr müsst euch gegenseitig totschlagen. So bekloppt sind wir heute in der Energiepolitik. Das ist genau das, was Sie eigentlich in Ihrem Buch beschreiben, gute Geschäfte, humane Marktwirtschaft als Ausweg der Krise. Wir erleben heute, dass sich die großen Konzerne politisch und wirtschaftlich durchsetzen. Aber Sie sagen ja, unsere Stärke sind eigentlich die Bürger und die mittelständische Wirtschaft, also das, was Deutschland ja mal groß gemacht hat. Ja, also nicht marktradikal, sondern ökosozial. Das ist der Weg, das geht nur von unten. Das Ökosoziale ist das Geheimnis der Energiewende und eines, eines neuen humanen Fortschritts, dass wir eine humane Marktwirtschaft organisieren, wo die Regionen eine viel größere Rolle spielen als die Großkonzerne. Die Großkonzerne haben dafür gesorgt, dass allein die Großen dort, wo die Milliardengeschäfte gemacht werden, dass das Business heute läuft. Und das ist nicht die Zukunft. Ich will eine Wirtschaft, die organisiert und verankert ist in der Gesamtgesellschaft, wo Menschen, wo Arbeitsplätze vor Ort eine zentrale Rolle spielen und Mitbestimmung stattfindet und nicht das Diktat der Großkonzerne. Als Kind habe ich immer Ihre Sendung gesehen, und da hatten Sie noch diese große, große Pilotenbrille auf ja, <laughs> ja. und haben immer streng in die Kamera geguckt und haben sozusagen die moralische Bundesrepublik gefordert und gemahnt, ähm, dass da Dinge anders laufen müssen. Und da waren Sie ja wirklich auch eine Autorität, so wie Sie rausgeguckt haben. Aber Sie haben ja selber eigentlich am Leibe miterleben müssen, dass wenn Sie wirklich kritische Positionen vertreten, die gegen irgendwas ist, was das System als etabliert angesehen hat, dann ist im Fernsehen ganz schnell Schluss mit Lustig. Ja, ja, ich war auch äh, suspendiert als Moderator zweimal. Ich habe acht Arbeitsgerichtsprozesse geführt, um so arbeiten zu können, wie ich es vor meinem Gewissen verantworten kann. Also da muss man kämpfen. Ohne Kampf, Herr Ferenzky, geht gar nichts. Das wissen Sie auch durch Ihre Filme und den Widerstand dagegen. Und das, was die alte Energiewirtschaft dann wieder als Gegenpropaganda äh, streut. Aber wenn wir weiter auf, einfach aufklären mit viel Spaß und Lust an der Sache aufklären und wenn die anderen platzen vor Wut aufklären, 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 das ist unser Job. Deshalb sind wir Journalisten und ich denke, das war im Gehalt auch immer inbegriffen. Ich habe überhaupt keinen Grund, mich zu beklagen darüber, dass man äh, gegen Widerstände kämpfen muss. Das macht auch das Leben lustig und also, ich könnte mir eine Welt, in der ich nicht gegen Widerstände kämpfe als Journalist, wenn ich aufkläre. Eigentlich gar nicht richtig vorstellen. Das wäre auch ziemlich langweilig. Also, es muss Spaß und Lust machen, an der Aufklärungsfront zu stehen und dabei mitzuwirken, dass äh, die positiven Entwicklungen, die ja möglich sind und die es ja gibt, durchset sich durchsetzen. Also kein Grund zur Klage, sondern mit Freude und Lust an der Zukunft weitermachen. Ich finde, es gibt im Journalismus ein großes Problem. Ähm dass Sie sozusagen aus dem System herausgetreten sind und anders Öffentlichkeit schaffen, so wie ich es auch mache, hat unter anderem damit zu tun, dass wir mittlerweile einen Journalismus im öffentlich-rechtlichen System, auch bei den Zeitungen, haben, die immer nur wieder das verstärken, was sowieso Mainstream ist. Wir haben eine unglaubliche Unterstützung, mediale Unterstützung der Regierungspolitik. Und Journalisten kritisieren eigentlich eher die Opposition, die die Regierung kritisieren und sagen, das darf man alles irgendwie gar nicht sagen. Also, wir haben neben der fatalen Politik, die gerade die Energiewende stoppt oder, oder kaputt macht, haben wir ein Unglaubliche Unterstützung der gesamten Medien für welchen Regierungskurs auch immer. Die Angepasstheit an die Regierenden und das, was von oben kommt, also Mainstream, wie Sie sagen, das war schon immer ein Problem der Journalisten. Das ist kein neues Problem. Es ist immer bequemer gewesen, das nachzuplappern, was von oben vorgesagt wird sich eine eigene Meinung zu bilden, selbst recherchieren, aufzuklären gegen den Mainstream. Das war schon immer etwas schwierig, aber wie gesagt, mir macht es viel mehr Spaß und hat Spaß gemacht. Und ich sehe auch heute, dass doch eine Reihe von Kollegen gegen den Mainstream anschreiben und ansenden. Also dieser aufklärerischen Journalismus, den gibt es immer noch, den hat es gegeben, den gibt es noch und deshalb werden die Dinge weitergehen. Einfach deshalb, weil es mehr Spaß macht. Ähm, gegen die Obrigkeit anzuschreiben und anzusenden, als einfach das nachzuplappern, was von oben kommt. Also, ich bin hoffnungsvoll, dass viele, gerade junge Journalisten, weiterhin an der Aufklärung arbeiten und nicht am Nachplappern. Aber gegen diese Welle, die da ist, ist ja unglaublich schwer anzukommen. Wir haben 8 Millionen Euro Rundfunkeinnahmen für die öffentlich-rechtlichen Anstalten. 8 Milliarden, ja. Aber ja. ich finde, dass es gibt eine totale Dysfunktion dieses Systems gibt. Naja. Äh, wissen Sie, wir haben aber andererseits auch 98%, 88% der Menschen, die für die Energiewende sind. Trotz aller Propaganda. Da sieht man, die könnten ihr ganzes Geld sparen, äh, die, 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 wenn, wenn sie es intelligenter machen würden. Also die, die Gegenaufklärung, die von den Großkonzernen heute kommt, die ist nicht besonders erfolgreich. Sonst hätten wir nicht 88% der Menschen auf unserer Seite, die für die Energiewende sind. Also es lohnt sich dagegen gegen die Großkonzerne weiterhin anzugehen. Letzte Frage. Sie reisen ja durchs Land, Sie machen Vorträge, Sie kämpfen für die Energiewende, Sie sprechen mit den Menschen und auf der anderen Seite merken Sie ja auch im Moment, dass die Widerstände, die politischen, wirtschaftlichen Widerstände gegen die Energiewende riesengroß ist, dass es viel zu langsam vorangeht, gerade was den Klimaschutz angeht. Haben Sie nicht das Gefühl, manchmal abends in den Keller gehen zu müssen, um den Kopf gegen die Wand zu rennen zu sagen, ich halte das gar nicht aus, was hier passiert? Herr Farenski, ich war lange für Atomenergie. Also, ich weiß ja, dass wir wahrscheinlich, wir Menschen, zu 95 Prozent aus konservativen Genen bestehen. Das Umdenken ist immer das Schwerste, glaube ich. Also, wenn ich ein halbes Leben, ich bin Sohn eines Kohlenhändlers. Wenn ich, <laughs> Echt? Wenn ich, ja, wenn ich ein halbes Leben lang Ihr für, für, für Kohle, das, das hat seinen, seinen Grund. Dass, dass der liebe Gott uns ein Gewissen mitgab und damit auch ein schlechtes Gewissen, kann sehr hilfreich sein. Das macht viel Sinn. Ein schlechtes Gewissen macht sehr viel Sinn. Das weiß jeder, der auch sein Privatleben halbwegs aufklärerisch durchdenkt. Also, ich verlange für Atomenergie, ich verlange für Kohlepolitik. Ich glaube, wir verdanken in Deutschland der Kohle. Das Wirtschaftswunder ohne Kohle wäre das nicht möglich gewesen vor 50 Jahren. Also das alles macht ja seinen Sinn. Nur heute macht es keinen Sinn mehr in den Zeiten des Klimawandels. Nach Fukushima und Hiroshima und und, und uh, Tschernobyl kann man ja einiges lernen. Das habe ich dann versucht. Also ich glaube, entscheidend ist, ob wir offen sind für neue Erkenntnisse. Das ist das alle Entscheidende. Dass wir alle zwischendurch bescheuert sind, ist gar nicht so schlimm. Wenn wir dazu etwas dazulernen, wenn wir offen sind für Neues und uns nicht abschotten, dann ist das, glaube ich, alles in Ordnung. So hat uns der liebe Gott wohl konstruiert als lernende Wesen. Und wenn wir da offen bleiben, dann werden wir unserer Aufgabe und unserem Auftrag gerecht. Immer dazu lernen. Lernen bis zum letzten Atemzug. Ich bin auch erst durch Tschernobyl aufgewacht. Nach Fukushima rief mich die Kanzlerin an und hat gesagt, Sie sind 25 Jahre früher aufgewacht. Mit mir wird es... Keine weiteren Atomkraftwerke geben. Können wir mal reden? Und dann hat sie gesagt: Also, sie hätte als Physikerin Fukushima, äh, Fukushima nicht für möglich gehalten und hat immer gedacht, das sind sichere Angelegenheiten, die Atomkraftwerke. Und sie hat gemeint: Journalisten dürfen mir ewig vorwerfen, dass ich noch vor einem halben Jahr vor Fukushima für längere Laufzeiten der Atomkraftwerke war, das war der größte Fehler meiner Amtszeit. Aber jetzt meine ich es ernst. Ich gehe nicht nur aus Gründen, dass ich die nächsten Wahlen gewinne jetzt gegen Atomenergie vor. Ich meine es ernst, denn ich habe gesehen, was in Fukushima möglich war. Das heißt, wir haben eine Bundeskanzlerin, die gelernt hat. Und vor so jemand habe ich immer Achtung. Das ist gut. Auch wenn sie ein zweites Tschernobyl gebraucht hat, also in diesem Fall Fukushima, sie war lernfähig. Das habe ich selber durchgemacht, diesen Prozess. Und je mehr Menschen das durch, je mehr die Menschen lernfähig bleiben, auch wenn wir früher etwas Falsches gedacht haben, desto größer ist meine Hoffnung, dass wir vielleicht die Kurve noch kriegen. Das finde ich auch, glaube ich auch. Ich habe nur immer das Gefühl. Die Zeit rennt uns weg. Wir müssen mit der Energiewende also, im Strom in zehn Jahren durch sein. Wir müssen das viel, viel schneller schaffen. Wir können nicht immer 2050, 2060, das ist alles viel zu spät. Also ich hoffe, dass jedes, jedes Naturereignis, das uns heute an die Energiewende, an die Notwendigkeit der Energiewende erinnert, jede Katastrophe hilft, dass wir schneller werden mit der Energiewende. Also die Zeichen mehren sich ja. Sie haben recht, wir haben nicht unendlich viel Zeit. Das Zeitfenster ist begrenzt. Sie sagen zehn Jahre, vielleicht haben wir zehn oder zwanzig, keiner weiß es genau. Aber eines ist sicher, wir haben nicht unendlich viel Zeit. Deshalb müssen wir bei der Energiewende Gas geben und dürfen uns nicht, wie die jetzige Große Koalition, leider unter Angela Merkel auch und unter Herrn Gabriel, zurücklehnen und sagen, jetzt machen wir mal schön langsam. Das ist das Tempo, das die alte Energiewirtschaft vorgibt. Also gegen die Energiewende ist ja keiner mehr. Das trauen die sich gar nicht. Bei 88 Prozent Zustimmung durch die Bevölkerung. Aber sie wollen natürlich möglichst lang ihren alten Schrott noch verkaufen. Das müssen wir ihnen austreiben. Und deshalb müssen wir Gas geben und dürfen uns nicht gemächlich zurücklehnen. Also, das muss klar und jede, da muss man auch realistisch sein. Auch bei mir hat jede Katastrophe geholfen. Der alte Karl Gustav Jung, der große Tiefenpsychologe aus der Schweiz, hat mal gesagt: Ich muss erst in die Grube hineinfallen, bevor ich die Chance habe, aus derselben wieder herauszuklettern. Und so sind wir Menschen. Wir müssen erst eins auf den Deckel bekommen, um aufzuwachen. Ich fürchte, wir werden in den nächsten Jahren noch viel auf den Deckel bekommen. Aber dann haben wir die Chance, auch aus der Grube herauszuklettern. Vielen Dank. Aber gerne.